Hey, meine Freunde, was geht ab bei euch? X7 hier am Start mit einem neuen Stream. Heute werden wir die gute alte Rad-Challenge nochmal im GK machen. Bin mal gespannt, hab in den GK selbst noch nicht reingeschaut. Wir werden dann wieder das Rad drehen. Es muss sein, es muss jedes Mal sein mit einem Sound. Ah, dieser Sound ist auch noch so mega lange. Aber okay, also wir werden die Rad-Challenge im GK machen. Wird bestimmt witzig. Ich habe im Gefühl, dass ich verlieren werde, aber... interessiert keinen. Hab ne Nabadi gezogen. Great. Also von daher, egal. Hauptsache es wird witzig. Ich bin mal gespannt. Vielleicht können wir mal ein paar neue Sixstars oder so benutzen. Schauen wir mal rein, was da für Aufgaben auf uns zukommen. Und im Anschluss natürlich nochmal so ein bisschen, naja, wie mir der Name nicht einfällt, Special League. Das wollte ich sagen. Und dann im Anschluss noch ein bisschen Special League. Und ja, schauen wir mal, wie dieser Stream heute so wird. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf den GK. Naja, Rad-Challenge ist halt was Spannendes. Ja, vor allem in letzter Zeit. Ich finde GKs relativ lame, weil man immer die gleichen Devs sieht. Und wenn ich so privat für mich spiele, danke für den Follow, Paetto19. Wenn ich so privat für mich spiele, sieht so aus, dass ich einfach nur immer safe. Man will halt gewinnen und man möchte es auch, man... Ei! Danke für den Follow, Ambrosias Schnecke. Was für ein Name. Da möchte man halt schnell irgendwie durch sein. Man hat manchmal gar keine Lust auf den GK, vor allem wenn es spät abends ist. Und dann denke ich einfach nur so, komm, Kupfer, Cutter, hau da raus. Und dann mit Wooster ist das Ganze jetzt noch sicherer geworden. Und so privat macht es irgendwie relativ wenig Spaß, GKs zu machen. Aber so im Stream mit Challenges, mega. Jetzt würde es mich mal interessieren, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr... oder machen euch aktuell GKs Spaß oder eher weniger? Richtige Motivation, die da drüber steht, ne? Ja, Heaven wird verlieren. Das ist die perfekte Motivation, um mich anzuspornen, dass ich wirklich gewinne. 3, 2, 1. Das ist jetzt fürs obere Team. Drehen wir mal. Sehen, was rauskommt. Dreimal das gleiche Element. Hat keiner geschrieben, ne? Also dreimal das gleiche Element ist das eine Team. So, und das andere Team ist... drehen wir nochmal. Dreimal gleiches Element. Monster ohne Vio. Wow, was kann ich da nehmen? Habe ich Monster, die kein Vio haben? Uff, okay. Dreimal gleiches Element und Monster ohne Vio. Das wird unsere Challenge sein. Dann nehmen wir nochmal einen Leo mit. Und noch... was hatten wir noch? Ciara hätten wir. Retash. Ich nehme mal Retash mit. Ja, spielen wir mal so. Dreimal Leo. Man kann keine Dupes nehmen, leider. Funktioniert nicht. Wenn Panda Kupfer im Messi. Danke. Du hast den anderen Leuten den Spaß verpasst. Vermiesen. Weil wir es jetzt easy besiegen. Tja, tut mir leid. Einer hat mich auf eine böse Idee gebracht, dass wir es jetzt easy besiegen können. Verurteilt mich nicht. Er ist schuld. Aber ihr wollt ja auch, dass ich gewinne, ne? Aber ich denke, die nächsten Challenges werden ein bisschen härter. Das ist eine relativ einfache Challenge. Bruh. Ohne Video habe ich geschrieben, direkt nach, gibt Trinity mehr Liebe. Sorry, Community. So. Was habe ich verpasst? Wir machen eine coole Gildenkampf-Challenge. Ja. Bin mal gespannt. Also, der erste Kampf wird relativ easy. Der nächste wird spannend. Da freue ich mich drauf. Ja, ansonsten an alle Neuen, ihr könnt mich gratis mit Loots unterstützen. Wie gerade, habt ihr ja gesehen, da könnt ihr eine Nachricht im Stream einblenden lassen. Und ja, hat jemand Dark Affe? Ich nicht. Vielleicht hat ihn ja hier einer. Könnt ihr ihm ja gerne helfen. Dark Affe ist auf jeden Fall mega nice. Der Stream geht schon 54 Minuten. Ja. Tja, Shazun, hast keine Chance mehr. Beim zweiten bin ich relativ gespannt, wie es dann wird. Ich mag diese Comp mega. Wofür sind Nekos und wie bekommt man die? Wieso dieser Sound? Nekos kriegst du einfach durch Zuschauen oder wenn du donatest, Geld oder Bits. Und damit kannst du verschiedene Aktionen kaufen, wie ein Review oder dass ich irgendwas öffnen soll oder so. Ja, gibt ein paar Sachen. So, Strip das Falsche, sehr gut. Mein neues Lieblingsteam, das ist so nice. Das ist so extrem nice. Und der Sound ist auch ganz gut. So, also Sounds könnt ihr mit Nekos auch kaufen. Ich denke, wir gehen als allererstes auf den hier. Der hat auch kein Schild oder so.
Ich vermisse die Schule steht da noch. Ja, also bei jedem Sound, den ihr einlöst, steht dann irgendein spezieller Satz. Alter, der geht aber ab, dieser Orion. Sleep! Wie viel Nekos kostet ein Review? 169. Zahl ist durch Zufall generiert worden, habe ich mir nicht ausgesucht übrigens. Ja, ja. Strip. Nice. Sleep. Boom. Fast tot. Aber heftig. Mega heftig. So, dann machen wir mal das hier. Zack. Easy, das Team ist so mega gut. Übrigens, ich habe irgendwie, oder einer hat mir das beim letzten Video geschrieben, ob das ein Bug ist oder so. Wir konnten Abellios dritte Fähigkeit benutzen, obwohl wir Silence drauf hatten. Das hat mich auch ein bisschen irritiert. Danke für den Follow, Rudi89. Irgendwie mega komisch. Keine Ahnung, was da los war. Anscheinend wirkt das trotz Silence. Hat einer einen Abellio und dem ist das schon mal aufgefallen, dass man trotz Silence den dritten Skill machen kann? Eigentlich dürfte der ja nicht funktionieren, aber es klappt irgendwie. Easy win. Wie findest du den Dark Panda? Ich finde ihn richtig gut. Hacker. Es tut mir leid. Ich habe nichts gemacht. Bollwerk. Bei Bollwerk konnte ich den dritten Skill machen, obwohl wir Silence drauf hatten. Merkwürdig. War im vorletzten Video so. Wir gehen mal zum Rat für die nächste Challenge. Hast du ja ständig vertauscht. Ja, ich weiß. Na, die ganze Zeit habe ich da Abellio gesagt, aber es ist Bollwerk. So, nächste Challenge. 5-4-3 fürs obere. Also Net 5, Net 4, Net 3. Und diesmal kein Kupfer-Buldo, also Kupfer-Windpanner, versprochen. Und Nummer 2. Vollweg dritter Skill, keine Cooltime, kann trotz Silence genutzt werden. Verstehe. Und nur männliche Monster. Okay. Rakuni wäre halt nice. Aber die gehen halt die ganze Zeit auf Rakuni. Das ist das Problem. Und Theon hat eine Rune verloren in Slot 2. Wisst ihr was? Ich gebe dir mal schnell mal eine Rune. Ich habe da bestimmt eine. Ich habe bestimmt eine, oder? Für meinen armen Vogel, den wir dann benutzen können. Wo ist mein Vogel? Hier. Marv. Megan ist besser. Meine Megan ist so schlecht. Wisst ihr, wie schlecht meine Megan ist? Unterirdisch. Unterirdisch. Ich wollte schon sagen, ich will Amana benutzen, aber ist ja... Naja, warte, ich mache mal die Playlist wieder an. Amana ist halt Forster leider. So, Ton ist wieder an. Ist Theon nicht 2? Nein, der ist 3-Star. Der ist 3-Star. So, jetzt gucken wir nach einer Speedrune. Gewalt. Was ist dein Lieblingssnack? Meine Freundin. So, ich glaube, wir nehmen mal die hier einfach. Ja, komm, nehmen wir die Rune einfach, passt schon. Ich glaube, dann nehmen wir Ariel als Tank für die Ciara irgendwie. Ich hätte gerne Annabelle genommen oder so. Ich bin immer glücklich, wenn ich mal wieder einen guten Anime finde. Hast du den Schild-Anime gesehen oder Dororo? Die sind so extrem nice. Wirklich extrem heftig. Und ich denke, da nehme ich... Ist Perna männlich oder weiblich? Männlich oder weiblich? Männlich oder weiblich? Du Ehrenmann. Männlich oder weiblich? Ich sag ja selbst immer, es ist irgendwie weiblich, aber ich weiß es nicht. Laika? Weiblich? Ja, ja. Wenn da jetzt nur weibliche Monster stehen würde, dann würden alle sagen, nö, Perna ist männlich. Okay, nehmen wir mal irgendein männliches Monster. Ein Drachenritter, denke ich, wäre am sinnvollsten. Nehmen wir wirklich mal Laika. Ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Aber kriegen wir schon hin. Ja, das sind nur... Seid ihr damit einverstanden? Das sind ja nur Männer. Oben haben wir 5, 4 und 3. Ich denke, das passt. Du weißt doch, dass ich Shield Hero lese. Und Dororo schaue ich. Okay, gut. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Aber es sind die zwei Animes, die ich gerade schaue. Das passt, oder? Geht in Ordnung, ne? Ich denke, ja. Nehmen wir, denke ich, den Defense Leader. Zählt Draw als Loose? Ja, Draw zählt als Loose. Wind Panda ist weiblich. Ja, 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 ja. Let's go! Wir sind schneller. So. Arctos, Zapdos und Lavados sind auch männlich. Ja, ich hätte gedacht, dass die weiblich wären. Also wenn mich einer fragen würde, würde ich sagen, die sind weiblich. Aber gut, danke für den Follow. Ducal. Stun. Mist.
Ich versuche mal schon mal zu healen. So ein bisschen. Wieso gehen die auf meinen Arm, Theon? Die wissen doch, dass der nicht so tanky ist. Sleep. Shit. Ich mache schon mal den Heal. Der arme Theon, der wird doch sterben. Der Moment, wenn ich Garni und Tiana zusammen nutze, wegen Immunity und Garni schneller ist als Tiana. Oh. Und RIP. Mein armer. Nein, jetzt fehlt. Oh. Oh. Jan. Als ob er es wusste. Als ob er es wusste. Nee, das verlieren wir. Das verlieren wir. Perna männlich oder weiblich? Eine nie endende Diskussion. Wind Panda ist sächlich. Och Gott, Mann, dieses Kackteam. Es ist immer so, wenn ich nicht Jan sofort im ersten Turn snipe, passiert so viel Shit. Nee. Jan ist on Crack. Crack. Hab doch gesagt, Megan ist bad. Ich glaube, Megan hätte nichts verändert. Skugel 1v3. Nee, wenn die mich schon stunnen, Theo richtig Gefahr. Ja. Junge, Junge, Junge. Ich hasse Gewaltruhen, ne? Ich wünschte, dass SW hätte nie Gewaltruhen ins Spiel Ja, komm, Defense Break auf meinem Arm, Wind Panda, damit er jetzt direkt gebombt wird. Junge. Danke. Danke, Spiel. Danke. Ach, Mann. Ich hasse Bio in diesem Spiel. So sehr. Ich denke, das werden wir auch verlieren. Keine Chance mehr. Da überlässt man einmal die Entscheidung dir. Kleiner Spaß. Kevin hat Unglück gebracht. Und wie immer, RIP Nikos. RIP. Ja. Nehme ich zurück. Also, stimme ich dir zu. Doch sie hatte Attack Buff und Death Buff für 2 Runden gegeben und er hätte deine Monster mehr ausgehalten. Heaven wird destroyed. Die landen aber auch alles, ne? Mein Arid hat 4 Resistance. Hätte Laika noch seinen Buff von früher, dann hätte er die Monster jetzt alle gestunt. Ich sag's euch, der hätte Revenge und alle gestunt. Aber nein. Seht ihr, schon wieder gestunt? Schon wieder gestunt. Und die Ciara hätte aus Prinzip gestunt. Junge! Rest was? Ja, na, wunderschön. Das Traurige ist, es ist einfach so fucking low depth. Jeder kriegt hier Punkte und Heaven verliert. Egal. Für die Unterhaltung. 13.000 Punkte, also bräuchtest du noch mehr. Aber ich brauche eigentlich gar keine. Monster nur mit Passiver, okay. Das geht voll in Ordnung, mag ich sehr gern. Und, na, das hatten wir schon, oder? Ja, hatten wir schon, oder? Hatten wir es schon? Nein. Nein, wirklich nicht. Was habe ich denn da im Kopf irgendwie? Okay, keine Net 5s und einmal Dings. Und noch ein Review gleich, okay. Wir haben den hier. Und ja, wir haben nur den hier als Gegner. Also keine Net 5s unten. Und oben müssen wir nur Monster mit Passiver nehmen. Seit wann hat Redash eine Passive? Ups. Ups. Hat er keine? Ich dachte, er hat eine. Mann, wer hat denn eine Passive als Defense Breaker? Hast du gerade eine Dose geöffnet? Klar. Hat Redash oder allgemein Bestienmönche nicht die Passive, dass sie immer automatisch procken? Kennt man doch, oder? So unten, keine Net 5s. Uff, wieso frage ich überhaupt? Jeder will Garo nehmen. Garo. Wir können anstatt Bollwerk auch Kami nehmen, aber ich denke, wir bleiben bei Dings hier. Let's go. Mal sehen, ob das funktioniert. Wir haben einmal gewonnen, einmal verloren. Nimm Kevin, 1v3. Ja, dann hätten wir sofort gewonnen. Ich will ja nicht, dass es übertrieben einfach ist. So, wir machen als allererstes mal gar nichts, weil wir erstmal strippen. Naja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Toll, Gemini. Hast wirklich viel gebracht. So, wir arbeiten als erstes mal an der. Wir wollen die als... Ah! Warum? Mach mal selbst den Ton. Du dummer Wooser. Es war so klar. Junge! Ich fass es nicht. Nicht schon wieder, Wooser. Fängst du jetzt schon wieder mit deinen Sleeps an überall? Das gibt's doch nicht.
machen jetzt das hier. Hängen wir das schon hin. Wir klammern jetzt die Heel over Times. Nee. Aber wir leben noch, ja, also wir leben noch, alles gut. Danke für den Stun, sehr gut. So, Perna, du wirst gleich sterben. Ach Gott, hab gerade Angst um meine Nebkus. Bitte rette es noch. Ich gebe mein Bestes, ja. Ich versuche, so gut wie möglich den Kampf hier zu besiegen. Irgendwie. No, Fusa. Ja, ich bin für die Gegner, dann kann ich dich in der Beteiligung überholen. Ja, das könntest du. Wisst ihr was, ich mache jetzt sofort das hier wieder. So, klau ihm das. Natürlich geht er jetzt nicht auf meinen Garo, sondern auf meinen armen Gemini. Wehe. Wehe, du killst den. Nein! Diese Procs aber auch, ne? So, wir healen jetzt erstmal wieder. Goodbye, komm, stirb! Ja, okay, läuft. Läuft. Irgendwie, bisher, läuft. Läuft. Bollwerk ist einfach mega nice. Auch wenn er gerade nicht funktioniert hat, aber er ist mega nice. So, jetzt müssen wir irgendwie den Windpanda noch töten, bevor er uns kaputt macht. Wir können gleich wieder healen. Strip. Na. Na. Ich versuche mal hier irgendwie. Gemini hat doch geklappt. Ja, bisher ganz okay. Ich habe ein bisschen Angst vor... Ein bisschen Angst vor dem Windpanda, so ein kleines bisschen. Strip. Mein Bollwerk will nicht so oft strippen, leider. Aber Gemini ist ganz okay hier. Wisst ihr was, ich mache jetzt mal das hier. Vielleicht damit... Ja, das war okay. Strip. Sehr gut. Kill. Komm, Crit. Ja, ist okay. Ist okay, läuft gut. Besser als erwartet. Just a lonely Loot. Der arme Loot ist ganz alleine. Danke für die ganzen Loot-Nachrichten heute. Wow, scheint zu funktionieren. Not bad. Bin auf jeden Fall zufrieden. So, dann ziehen wir das mal ab. Und dann machen wir jetzt den Stun. Krass, oder? Wen mögt ihr denn am liebsten aus diesem Team? Ich muss zugeben, ich finde Abellio ist der King hier. Darf der Kevin jetzt kommen? Nein! Nein! Ich mag Abellio Bollwerk. Ich mag Bollwerk am liebsten. Wieso sage ich die ganze Zeit Abellio? Garo, ich finde Bollwerk ist so krass. So krass. So, next Team. Jetzt bin ich gespannt auf die Twins. Ich glaube, die Twins kriegen das auch gut hin. Gemini ist mein Boy. Abellio. Ja, ich weiß. Das ist, ich sage immer den falschen Namen. Ich weiß noch nicht mal warum, wie ich darauf gekommen bin. I don't know. So, wir fangen mal an mit dem hier. Den wollen wir als erstes angreifen. Bollwerk MVP, ja, der ist mega schick. Bollwerk ist so gut. Ich bin froh, dass wir jetzt auch noch einen Wooster haben, dass wir den so perfekt kombinieren können. Das ist ein Traum. Die zwei zusammen sind einfach extrem heftig. So gut. Und die Twins sind auch mega nice hier gerade. Läuft. Hi. Wir müssen den nur irgendwie gleich mal killen. So, goodbye. Jetzt gehen wir auf die Ciara. Twins sind einfach auch genauso heftig. Damn, die haben nicht mal Max Skills oder so, aber die sind einfach extrem heftig. Wieso nicht zuerst auf Ciara? Naja, wenn wir die nicht gekillt hätten, dann hätte der Chandra huggen können und dann wäre alles irgendwie umsonst gewesen, aber passt. Abellio heißt bei uns so eine Zufinie. Ja, ich weiß, ich kenne die. Netter Sound. Ich bin auch schon mit Abellio gefahren. Meine Freundin und ich fahren manchmal mit dem Abellio. Abellio. Net 5 Kevin. Ein Skid-Up für Amana kommt gleich. Darüber würde ich mich ehrlich gesagt sogar sehr freuen. Machen wir die 10 noch auf. Ich glaube ehrlich gesagt, dass kein Blitz kommt, aber wir können es ja hoffen. Wir können es jedenfalls versuchen. Wir versuchen es auf jeden Fall. Öffnen für Kevin bis zum Net 5. Oh, da sitze ich noch ein paar Stunden hier. Wahrscheinlich. Ich hab ne... Oh, da ist der nächste Blitz. Wow. Ja! Skogul! Mein Vio-Skogul! Ja! Yay! Ja! 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 Ja, mein zweiter Skogul! Yay!
Ey, darüber freue ich mich sogar sehr. Also ich habe mir immer entweder Dings, aber also Anubis gewünscht, aber Skogul auch mega heftig. Deine Community rettet wieder deinen Tag. Mein Tag ist mit meiner Freundin auch gut, aber ihr seid auch toll. Siehst du, hast dich gelohnt. Hör immer auf deine Community. Stimmt. Nice. Not bad, Skogul. Das freut mich. Das soll es jetzt mit diesem Stream gewesen sein. Vielen Dank für alles. War mega witzig mit euch. Hat Spaß gemacht. Die Challenge war mega. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich Donnerstag wieder im nächsten Stream. 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Und ab nächster Woche bin ich nicht mehr alleine. Dann sind wir zu zweit hier. Ich freue mich schon. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Ein Herz für alle, die wieder so fleißig unterstützt haben. Vielen Dank für alle die Loot-Nachrichten, für die Spenden und Subs. Alles. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja.